Yes, yes, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Making-of von Screwholic, meiner Wenigkeit. Ihr seid hier beim besten Musiksender der Welt, Screwholic TV. Gibt's eigentlich nicht, aber es ist mir gerade so eingefallen. Heute seht ihr ein Making-of von Bushido. Alles verloren hieß das Teil. Es gab damals eine Maxi vom 7-Album. Da habe ich unter anderem einen Remix gemacht. Busy hat auch einen Remix gemacht, groß an Busy. Und ja, ich möchte euch zeigen, wie ich den Beat gemacht habe. Auf was man achten sollte, was ich mit den Drums gemacht habe, was ich für Instrumente benutzt habe, der Aufbau, Strophe, Hook und so weiter und so fort. Ist alles eingespielt, kein Sample benutzt und ja, ich lasse jetzt einfach mal das Ding laufen, beziehungsweise es läuft schon, aber ich zeige euch jetzt einfach mal in einer guten Lautstärke, um was es sich hier handelt. Es geht ja zunächst fängt's an mit einem Intro. Dann kommt die Strophe und dann kommt anschließend die Hook. Ich lasse jetzt einfach mal alles hier durchlaufen, trinke nebenbei meinen Kaffee und ihr hört euch das Ganze an. Right? Okay. One take, wonder, Screwholic. Ich schneide nichts in dem Video, alles wird so aufgenommen, okay? Let's go. Gefunden haben, muss man sich auch mal ein bisschen selber loben. Ne? Also, ich bin völlig unvorbereitet jetzt hier. Wir schauen uns jetzt das ganze Ding einfach mal an. Gut, ich loop jetzt einfach mal das Ganze hier. Bei dem Ding muss man sagen, man bekommt ja bei einer Remix-Anfrage bekommt man das A Cappella geschenkt und hat dann mehr oder weniger weniger Zeit eher wie mehr, das Ding fertig zu machen. Eine kurze Sache dazu. Oftmals war es so, dass abends 19 Uhr irgendwie ich ein A Cappella bekommen habe und morgens um 9 habe ich dann das Ding, beziehungsweise morgens, nachdem die ins Studio gekommen sind oder ins Büro, haben sie das Ding dann schon in ihrem Postfach gehabt. Also man hat nicht viel Zeit, man muss kreativ sein, Action machen und los geht's. So läuft das im Musikgeschäft. Ohne Action, keine Action. Angefangen habe ich hier bei dem Ding. Ich habe das A Cappella bekommen und habe mir überlegt, oh Mann, ist ja schon irgendwie so ein melancholisches Teil. Straße, Beton, Regen, Wasser, nass, ihr wisst Bescheid. Und ja, da ich dann jetzt nicht irgendwie der größte Keyboarder bin, Pianist oder sonstiges, habe ich einfach drauf losgeklimpert. Okay? Wählen wir das Ding hier an. Letztendlich habe ich das ganze Ding aus zwei Chords gebaut, beziehungsweise zwei Tönen. Jetzt muss ich mal überlegen, weil ich mache jetzt mal hier einen auf Professor. Aus einem F und einem E. Ja, genau. F, E. Okay. Dann habe ich halt rumgeklimpert, probiert, gemacht, getan. Und irgendwann ist mir halt jetzt mal, sage ich das mal so ganz einfach, die Melodie eingefallen. Und so weiter und so fort. Aus diesem ganzen Ding ist dann alles weitere entstanden. Ich habe dann Strings dazu gespielt, die auch einfach nur... die einfach auch nur diese beiden Tonfolgen unterstreichen. So viel dazu. Somit hat es angefangen, aber ich fange jetzt einfach mal mit den Drums an. Für Drums benutze ich sehr, sehr gerne von Spectrasonics den Stylus Remix. Habe ich früher gerne benutzt, jetzt benutze ich ihn nicht mehr so viel.
Jedenfalls habe ich hier angefangen mit einer Kick. Das ist eine Kick. Ich habe zwei Kicks in dem Song genommen. Die eine, die war jetzt ein bisschen tiefer und die ist wegen druckvoller. Wie ihr hört, spielt die eine Kick in den Pausen und die andere kommt immer nur auf die 1 und zwischendurch ab und zu mal. Das gibt, also mag ich persönlich, weil es immer mal ein bisschen eine Variation gibt von dem Ganzen. Dann kommen wir zur Snare. Gucken, wie viele Snares die ich mal verwendet habe. Ich habe zwei Snares, pass auf, hier. Dazu habe ich noch eine Clap genommen. Ich layer immer gerne die Sounds, also sprich layern für Leute, die das jetzt nicht wissen. Layern bedeutet, man legt verschiedene Sounds übereinander. Ein, zwei Claps, noch eine Snare dazu, dass der Sound einfach druckvoller und anders wirkt und einfach ein bisschen knalliger kommt. Hier hört ihr die Claps. Ich spiele mal die Claps einzeln, auch alles vom Styler. Wirklich eine geile Maschine, kauft euch das Teil. Jetzt kommt noch so ein FX, den ich immer gerne nehme, also ein Effekt mit der Snare. Aus diesem Dirty South Scheiß kommt es halt so. Einfach nur eine Snare. So einfach dann nur mit dem Pitch Wheel runtergedreht. Bum, 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 bum und das war's. Gut, das waren die Elemente. Dann verwende ich immer sehr gerne Loops, um den Beat einfach noch ein bisschen aufzufrischen. In dem Fall habe ich hier auch so ein Clap Delay genommen, auch vom Stylus. Das hört man schlecht, weiß nicht. Mach mal lauter. Der baut sich ein bisschen auf und gibt einfach noch ein bisschen Action unten rum. Und dazu habe ich noch eine Hi-Hat genommen, das ist jetzt kein Loop. Genau, ganz einfach. Gut, alle Elemente zusammen. Hier im zweiten Part kommt noch so eine Tambourine mit rein, ein Ride Cymbal. Okay. Nur um das mal kurz so zu erklären, was ich hier gemacht habe. In der Hook habe ich noch ein Tambourine am Laufen und natürlich ein Crash Cymbal, was dann die Hook einleitet. Gibt dem Ganzen immer extrem Groove, deswegen nehme ich auch immer gerne Loops. Viele Produzenten mögen ja keine Loops, das ist mir scheißegal. Mit Stylus ist das echt alles richtig cool. Und das Ganze mit allen Loops, Pipapo, klingt dann so. Und dann zur Einleitung, wie gesagt, kommt dann das Crash Cymbal. Davor mache ich auch noch gerne Sachen, dass ich Windchimes, solche Dinger nehme oder Prefix und solche Sachen. Und jetzt sind wir gerade bei den Drums, da kommen diese Chimes jetzt noch rein. Dieser Glasregen nennt man das auch. Gut, das waren die Drums. Wie gesagt, Kick, Snare, gelayert mit einer Clap, noch ein Delay drauf, Hi-Hat, Ride Cymbal, Tambourine, Crash Cymbal, Windchimes, oder wie das auch immer heißen mag, in Deutsch heißt es Windchimes. Gut, das waren die Drums, jetzt kommen wir zu der Melodie, wie ich euch schon gezeigt habe. Sehr, sehr simpel, darauf habe ich dann auch den Bass aufgebaut. Auch sehr einfach, ich spiele das jetzt mal hier zusammen einfach ab. Wie gesagt, sehr einfach. Dazu habe ich das noch betont mit diesen Strings. Die habe ich nur unten rum gespielt, also sehr tief.
Ich mach die mal ein wenig lauter. Okay. Mache ich auch immer sehr gerne. Dass ich einfach noch ein bisschen ausfülle alles. Manchmal übertreibe ich da auch ein bisschen, aber egal. Ihr seht, sind ja hier extrem viele Spuren. Weniger ist meistens mehr, aber in dem Fall, ja, manchmal mache ich da ein bisschen zu viel Schnickschnack. Wahrscheinlich kann man auch immer wieder 3-4 Spuren löschen, die wo eigentlich gar nicht relevant für das ganze Ding sind, aber egal. Dazu habe ich noch gespielt. Aus meiner allseits sehr beliebten türkischen Library. Ich liebe diese türkischen, arabischen Sounds, mit denen macht es richtig Spaß, Sachen zu produzieren. Jedenfalls habe ich das noch dazu gespielt. Dazu kommen noch hier jetzt. Auch zur Unterstützung einfach von der Melodie. Und dann hier noch so ein... Okay. Das war es jetzt eigentlich schon in dem Fall. Wir haben Bass, das Piano, das Main Piano. Wir haben die Strings, die das Ganze untermalen. Und diese türkischen Elemente, die es jetzt hier noch drin gibt. Das war eigentlich das Ganze, was jetzt in der Strophe passiert. Wir spielen das jetzt mal alles zusammen ab. Jetzt in dem zweiten Part von der Strophe habe ich das Ganze noch ein bisschen abgeändert, habe ich das Klavier nicht ganz so lange gespielt, also ich habe das dann mit Pause gespielt, wir hören mal kurz rein. Dass der Rapper ein bisschen mehr Platz hat. Und dass das ganze Ding nicht auch einfach langweilig durchläuft, sondern man braucht immer ein bisschen Variation. Das ist auch das ganz Wichtige, ein bisschen Nackenschmerzen. Ganz wichtige beim Produzieren, dass man ein bisschen Variation auch mit reinbringt. Auch wenn ihr irgendwelche Beats an irgendwelche MCs verschickt, versucht die Sachen so geil wie möglich auszuproduzieren. Nicht einfach so loopmäßig, sondern probiert ein schönes Intro zu machen mit ein bisschen Effekt, mit irgendwelchem Regen, irgendwelchem Scheiß. Dann kommt die Strophe, dann kommt Pre-Chorus, nennt sich das dann, vor der Hook. Einfach noch ein bisschen eine Variation hier reinbringt in diese anderen 8 Bars, weißt du? Also 8 Takte, zack, hier Action, nächsten 8 Takte ein bisschen Veränderung, dass sich dann ein bisschen eine Steigerung macht zur Hook und in der Hook natürlich krachen lassen, dass man auch hört, das ist die Hook. War früher auch oft ein Fehler von mir, dass einfach alles durchgelaufen ist. Ich meine, es kommt immer drauf an, welche Richtung man produziert, aber oftmals ist es natürlich schon cool, wenn die Sachen schön ausproduziert sind. Das war jetzt die Strophe. Jetzt kommen wir zur Hook. Sehe, ich habe hier völlig übertrieben und brutal Action gemacht. Mit den Drums haben wir ja vorhin schon mal geklärt, da gibt es ja hier noch eine Erweiterung in der Hook. Habe ich ja dieses Tambourine mit reingenommen, die Crash Cymbal, die es einleitet und vor der Hook halt diese Windchimes. Das sind jetzt nochmal hier drauf zu kommen, die 3 Elemente, die jetzt in der Hook halt... Um der Hook einfach noch ein bisschen Groove zu geben, das Tambourine, Pipapo, Action Jackson, here we go. So. Das andere läuft natürlich alles durch von der Strophe. Seht ihr hier das Grüne, läuft alles durch, falls ihr das erkennen könnt. Und das hier, der Part, das ist das, was jetzt in der Hook mit dazu kommt. Da habe ich zum einen den Lead natürlich. Da habe ich halt auch ein bisschen rumgeklimpert, geguckt, gemacht, was kann ich machen, okay, alles verloren, bla bla. Die Strophe, einfach nur die Hook. Noch ein bisschen betonen und das war für mich halt dann ein cooles Element, womit ich dann die Hook betont habe. Wie ich es gerade gespielt habe. Dazu habe ich dieses Piano, was ich spiele, habe ich einfach noch so Bells genommen, also Glocken, und habe die Spur einfach kopiert und darüber gehauen. Weißt du? Das zusammen mit dem Klavier halt noch ein bisschen breiter, alles klingt schöner, offener. Dazu habe ich noch auch nochmal ein türkisches Element reingemacht. Eine Flöte. Die halt einfach nur ein bisschen untenrum spielt. Wie gesagt, ich habe da leicht übertrieben, was so Effekte angeht. Noch hier noch ein Lead-Instrument. So ein Trance-Gate.
Einfach auch, wie gesagt, in diesem C, D, E, F, F, E Combination. Vielleicht bin ich so das Musikgenie. Braucht man ja auch nicht sein, wie ihr seht. Wird man auch so erfolgreich. Dann kommen hier nochmal Bells, sehe ich. Die das Ganze nochmal hier genau unterstützen. Nochmal ein Transgate. Ich habe übertrieben hier mit Effekten. Wie gesagt, man kann sicherlich von dem ganzen Ding, sage ich euch, 5 Spuren löschen und es klingt immer noch cool. So. Aber wie gesagt, manchmal übertreibe ich da. Hier gibt es nochmal ein Transgate. Ne, eine Voice hier. Was auch einfach ein bisschen Unterstützung gibt. Wie gesagt, das sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Elemente in der Hook, die einfach nochmal den Hook unterstützen. Ich spiele jetzt alle 7 einfach mal ab und wir hören uns das Ganze mal. Wie ich gerade höre, ist diese Flöte hier überlaut. Ein bisschen leiser machen. Kann man eigentlich löschen, diese komische Flöte hier. Mal wegmachen. Braucht kein Mensch. So, das war die Hook. Okay, die Hook habe ich hier eingeleitet mit diesem Brief-Effekt, den ich auch in, glaube fast allen meinen Beats habe. Ich mag das einfach, wenn noch ein bisschen so ein Effekt vor der Hook halt kommt. So, das war jetzt eigentlich der ganze Beat. Es war jetzt diesmal ein sehr, sehr schnelles Making-of. Das war jetzt auch unvorbereitet ein bisschen, aber ich wollte euch einfach mal Making-of mal wieder präsentieren. Und ja. Alles zusammen, also wir spielen jetzt nochmal diese Strophenparts ab, plus die Hook, dass wir das mal zusammen hören. Schon wie gesagt, mehr ist da nicht. Natürlich das Arrange hier mit den ganzen Effekten und Breaks und allem möglichen, und hier hinten gibt es ja auch noch ein bisschen Action. Und so weiter und so fort. Dann haben wir hier noch das Outro, was mir persönlich am besten vom Beat gefällt. Das war das ganze Making-of-Video zu Alles verloren, meinem Remix. Ich meine, es ist immer leicht gesagt, wenn ich hier sage, ja, alles easy, geht voll leicht und so. Ich meine, letztendlich ist es auch leicht. Man braucht halt nur ein bisschen das Gefühl und das entwickelt sich halt nach den ganzen Jahren. Ich meine, ich mache jetzt diesen Hip-Hop-Käse seit 97. Und das ist ja schon eine ganze Weile so. Und deswegen geht das eigentlich alles ruckzuck. Auch ein Remix machen. Das ging meistens so, ein Remix hier. Ich meine, das Grundgerüst, ihr seht ja, wenn du die Chords schon hast und alles cool ist, dann geht das Ding ruckzuck. Also in 20, 30 Minuten ist so ein Teil fertig. Natürlich noch ein bisschen arrangieren hier, arrangieren da, aber dann steht das Ding und kann ab ans Label. Spuren damals an Sticker noch geschickt, weil ich damals noch nicht so das Mischgenie war, wie ich es heute bin. Und Sticker mischt es dann, danach geht es zum Mastering und dann geht es auf die CD und zack, hast du deinen Release draußen. Also, wie gesagt, mehr gibt es eigentlich dazu jetzt nicht zu sagen. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, ihr könnt mir jederzeit schreiben unter www.scrooholic.com unter Kontakt. Müsst ein bisschen runterscrollen, dann Kontakt oder oben rechts, weiß gar nicht, wo es ist. Könnt ihr mir jederzeit eine Nachricht schreiben. Auch Kritik, Anregungen etc. Ich hoffe, euch hat das Making-of gut gefallen. Wie gesagt, es war jetzt ein bisschen spontan, Action machen. Das nächste wird ein bisschen besser vorbereitet sein.
Vielleicht nehme ich jetzt gleich noch eins auf, mal gucken. Und ja, wie gesagt, Fragen, Anregungen, schreibt mir. Ansonsten wünsche ich dir, euch viel Erfolg. Immer weitermachen, ihr wisst, Ziele muss man immer sich vor Augen halten, anvisieren und dann Action machen. Von nichts kommt nichts. Erfolgreiche Leute machen Action, die anderen machen keine Action. Okay? Also, danke, dass ihr dabei wart. Empfehlt meine Seite weiter und ja, so sieht's aus. Wir sehen uns das nächste Mal. Hey, haut rein. Ciao.